Manchmal ist das Haus vor allem deswegen am schönsten, weil man von dort aus direkt wohin gehen kann, wo es noch viel schöner ist. Und ob das heute auch zutrifft, erfährst du in diesem Video. Willkommen zu Hause. Ja, und warum zu Hause? Na, weil es eine von zu Hause Challenge gibt, bei der ich nominiert worden bin vom Andi Kaschik vom Kanal Unterwegs mit Tobis Maus. Ja, und der werden wir uns stellen. Und deswegen gehen wir heute von zu Hause die dritte Etappe vom Weitwanderweg Kremstal-Donau. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst kaufen wir ja die ganze Zeit nur daheim einmal drum. Dann haben wir alles, oder? Ja, passt. Wenn euch unser Zuweg nicht wirklich hilft, dann benutzt die Kapitelmarkierungen, um direkt nach Stratzing zum Einstieg in den Originalweg zu springen. Immer schön lächeln. Mit dir ist ein Jammer, dass man lächelt. Aha, ich bin daran schuld, dass du mein Mikrofon verloren hast. Also von zu Hause aus geht's los. Und wir haben jetzt letztes Mal unseren Weg ja in Stratzing beendet. Das heißt, wir gehen wieder entlang der Krems bis knapp nach Imbach. Und dann über Stratzingbachtal hinauf, weil das der kürzeste und auch der schönste Weg ist. Die Von-zu-Hause-Challenge für sich ist ja meist keine besondere Herausforderung. Fast jeder hat seine Hausrunde, die ihr für so ein Video herzeigen könnt. Ich habe allerdings schon mehrmals Touren direkt von meinen beiden Wohnsitzen präsentiert. Und auch die erste Etappe des Weitwanderwegs Kremstal-Donau haben wir damals direkt von daheim begonnen. Aber es hat ja auch seinen Reiz, in einer vertrauten Umgebung je nach Jahreszeit immer wieder was Neues zu entdecken. Und davon gibt es diesmal reichlich. Wer meine Videos von den ersten beiden Etappen des Weitwanderwegs Kremstal-Donau kennt, dem wird meine Abneigung gegenüber dem Wandern auf asphaltierten Straßen kaum entgangen sein. Ich habe lange überlegt, ob ich euch einen alternativen Anstieg nach Stratzing zeigen soll, aber es gibt weder einen kürzeren noch einen mit weniger Asphalt und gerade zu dieser Jahreszeit kann ja die Straßen ganz nett sein. Und außerdem, was wäre denn ein Video ohne eine ewige Suderei? Ja, auf dem Friedhof ist auch alles Mögliche. Außer am Frieden. Aber es wird dich freuen zu hören, lieber Bella, dass wir da vorne nach rechts einbiegen dürfen und endlich von dieser blöden Straße weg sind. Sensationell, gell? Ja. Da lacht der Bella. Ja, das schöne Stratzingbachtal im Winter gleich, habt ihr schon mal gesehen. Aber jetzt im Frühling ist das gleich was ganz was anderes, gell? Mit ein bisschen Grün. Das ist sehr hübsch da, oder? Ja. Den müssen wir immer alles aus der Nase ziehen. Ja. Ungefragt spreche ich nicht. Ach so? Was war das jetzt gerade? Eine Zurechtweisung. Mhm. Ah, ungefragt. Ja. Kaum 6 Wochen ist es her, seitdem wir das letzte Mal da waren. Ja. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Gott sei Dank ist es anders. Ja. Der Zauber seiner erwachenden Natur ist ja wirklich schwer, sich zu entziehen. Gell? Thank you.
Seitdem da diese Wohnsiedlung errichtet worden ist, ist der Weingarten weg. Schau, da wäre sehr genau gemessen. 12 Meter, stopp. Ja genau, wir sind wieder am Weg. Ja, also hinter uns kann man sich mit Lebensmitteln versorgen oder einen Kaffee trinken gehen und mit diversen Backwaren. Und wir haben es also tatsächlich, wie der Schildwagen gezeigt hat, geschafft, denn wir sind am Weitwanderweg Kremstal-Donau und machen uns jetzt von Stratzing aus über Brierl Richtung Tross. Magst du rutschen gehen? Ja. Sind hübsch, gell? Bisschen dreckig zwar, aber. Was habt ihr mir vor allem bei der ersten Etappe ab dem Göttweg nicht über den Weitwanderweg Kremstal-Donau-Lästern hören? Asphalthölle von Mordor und so, aber seid ehrlich, ist das nicht trotz Siedlungsnähe eine ganz andere Atmosphäre? Nicht von der Jahreszeit allein, aber die Abwechslung auf nur wenigen hundert Metern macht's. Lasst die Bilder auf euch wirken. Ganz auffällig, gell? Nicht nur ist die Landschaft schöner, ja. Plötzlich ist der Weg auch besser angeschrieben. Das ist aber ein schöner Tag, gell? Adlerauge hat ein Bankerl erspielt. Das ist auch ein hübsch gelegenes Bankerl. Genau, und ich glaube, da spürt man den Wind nicht. Ja, Bankerl mit einem tollen Rundumblick, gell? Ja, schön. Ja, da braucht man gar kein Ding, das ist warm. Gebe ich da also die Flasche heraus. Meine Müsli-Riegel, noch eine Müsli-Riegel. Ich glaube, ich ziehe das da ein bisschen aus. Und dann setze ich den aber wieder auf den Rucksack. Sonst gibt nämlich mein Mikrofon nicht. Steht auch mal vorher ein Video auf, dem ich nicht zu hören war. Ja, du bist dran. Mhm. Ja, und nachdem ich ja nicht unnötig in Sorge um mich sein lassen möchte, ich habe also dafür gesorgt, dass mein Mikrofon funktioniert. Ja, es wird doch frisch, gell, mit der Zeit. Bankerl war aber von der Sonne schön erwärmt. Da ist auch eine Rehmörderstation. Ja. Und violette Markierungen. Eine sehr unterrepräsentierte Farbe, gell? Das ist schon Dross, ja. Ja, nicht nur ist das Dross, sondern da hinten thront auch der Drosser Wald. Den werden wir heute noch durchqueren, ne? Weitwanderweg Kremstal-Donau, schau. In Richtung Brigl, aber da kommen wir da ja eigentlich erst. Ja, hektische Betriebsamkeit in Dross, gell? Sie leisten sich ein schönes, überdachtes Rastplatz aus, schau. An dieser uralten Weinpresse. Oberkreuz, 2 Kilometer, Senftenberg 4,4 Kilometer. Brill-Stratzing. Etappe Dross gefüllt, noch 12,2 Kilometer. Ja, also wir haben es nach Dross geschafft. Hinter uns
ist der Beweis. Und es sind noch 12,2 Kilometer für uns, gell? Und sind schon fast 10 gewesen, über 9. Ja. Ja, für alle, die jetzt also nur am Weitwanderweg Kremstal Donau unterwegs sind, beginnt der nächste Abschnitt genau hier. Ja, geh am Gehsteig, solange du noch kannst, weil da vorne müssen wir auf ab irgendwann. Sportplatz. Sportplatz. Das muss man echt lassen. Bei jeder Weggabelung, gell? Bei jeder Kreuzung, bei jeder Abzweigung steht ein eindeutiger Wegweiser. Kenner meines Kanals werden jetzt auf den nächsten paar Kilometern gar nicht so viel Neues erleben. Also der große Vorteil ist, wir sind jetzt zu einer Frühjahrstour. Und damit schaut die Gegend zumindest anders aus, gell? Das Waldlehrpfad drauf. Ja? Und in die andere Richtung steht drauf, weit waren der Weg Kremstal Donau. Ja. Eiche mit Tanne im Unterstand. Sehr innovativ. Ja, durch den Trosserwald ist es jetzt ein recht einsamer Abschnitt. Und vor allem einer komplett ohne Asphalt. Das ist einmal was wert, oder? Komplett ohne Asphalt mag schon stimmen, aber auf den folgenden paar hundert Metern werden nur Liebhaber forstwirtschaftlicher Brachialromantik auf ihre Kosten kommen. Möglicherweise Windbruch, ja? Gemein. Ja, einen schönen Rastplatz, schau. Wenn wir nach Senftenberg will, kommen wir da in 50 Minuten zu einer Abkürzung. Aber das wollen wir nicht. Da geht's weiter. Haben Sie auch gut gemacht, gell? Gefühlt 3 Stunden, ja, 10 Kilometer. Das wird dich ja jetzt nicht mehr überraschen, dass da das Popperkreuz kommt, oder? Nein. Da hinten war ein sehr schönes Aussichtsbankerl, gell? Am Weg nach Senftenberg hinunter. Nein, also den sind wir ja gerade erst gesessen. Den Hintern hat sich ja noch gar nicht richtig entfalten können. Der braucht sich nicht entfalten. Das ist aber eine sehr selbstbewusste Aussage in dem Alter. Und jetzt? Und jetzt den bunten Pfeil nachschauen. Wenn er uns unaufhaltsam dem Herzogentisch. Ja, unweit dieser Stelle gibt es eine Abzweigung zum Schanzriedl. Wenn ihr euch auf dem Weitwanderweg Kremstal Donau befindet, dann macht es einen Abstecher, das lohnt sich. So, die Rast haben wir uns verdient, gell? 3 Stunden daher, da waren wir brav, oder? Ja, es ist wesentlich weniger gemütlich geworden, nachdem die Sonne wieder weggegangen ist und ein ganz leichter Lufthauch aufgekommen ist.
dann werden wir da wahrscheinlich nicht alt werden, gell? Nein. Also ja, ich zumindest das nicht. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich gemein zu meiner armen Mama, aber meine Anspielungen auf ihr Alter sind immer ein Ausdruck meines höchsten Respekts für ihre Leistung. Und außerdem, was sie liebt, das neckt sich. Genau, geradeaus. Ölgraben, Königsalm. Für uns da hinauf. Der Reitweg ist es übrigens auch. Aber dass du nicht auf blöde Ideen kommst. Nein, das sind keine Reittiere. Also bei der Markierung, gell, haben sie aber wirklich nichts anbrennen lassen. Das ist ja mehr als vorbildlich. Ja, aber für uns als Wanderer, für uns ist das Waldbaden. Waldesruhe und Vogelgezwitscher. Hast du ein Bikini mit? Ja, Charakteristikum dieses geheimnisvollen Waldabschnittes da sind immer wieder solche Felsformationen drinnen. An denen wird zum Teil auch geklettert. Weitwandern macht irgendwo auch bescheiden. Man will an einem bestimmten Tag von A nach B und was immer dazwischen liegt, da muss man durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in einem Waldgebiet ist dennoch alles anders. Wir haben nun kilometerweit Forststraße vor uns, kaum je Aussicht. Und trotzdem stellt sich ein ganz eigener Fluss und eine Zufriedenheit ein, die meine Bilder kaum widerspiegeln können. Ja, aufmerksamen Naturen wird nicht entgangen sein, dass wir uns die ganze Zeit wieder hinunter bewegen. Viel Holz, aber nicht von der Hütte, gell? Nein. Ein Forststraßenhascher ist es sozusagen. Aber es ist hübsch da, gell? Ja, gescheiter als wie Asphalt in der Ebene. Ja, da vorne nähern wir uns jetzt einer sehr komplizierten Forststraßenkreuzung in dem Graben, gell? Da hinüber und dort hinauf. Also doch zickzack und mehr zack als zick. Da wartet der Aufstieg auf dich, der Unaufhaltsame. Ich habe den Verdacht, dass wir nur deswegen runtergestiegen sind, damit es auf der anderen Seite wieder was zum Aufgehen gibt. Schau, wie schön ist der Blut. Ja. Über uns alles voll. Es ist seit Kilometern die erste Wiese und einen richtigen Ausblick in die Ferne hat man auch nicht. Dafür hat man Waldesruhe, Vogelgezwitscherstille und ist keinem Menschen begegnet seit Stunden, gell? Ja, industriell erzeugter Lärm beleidigt unsere Ohren, gell? Ja, das gemein. Sehr empörend. Schaut nach Steinbruch aus, oder? Ja, hat da schon heuer einen Bergwecker gebaggert, schon? Sehr mitteilsam über die verbliebene Zeit oder Wegstrecke gibt es in der Staffel da nicht, gell? Nein, nein. Da ist der Weg sehr schweigsam. Leider, man kann sich auf nichts freuen.
Ja, ich wünschte, es gab einen ruhigeren Moment, um das Ziel unseres heutigen Tages zum ersten Mal zu präsentieren. Aber leider sind wir entlang der vielbefahrenen B37. Da vorne ist jedenfalls Gefühl. Schauen wir mal, ein prophetisches Schild. 70 Ende. Ja. Am 18. Mai ist es soweit. Nachdem ich vergleichsweise spät für die Von-zu-Hause-Challenge nominiert worden bin, habe ich lange überlegen müssen, ob und wen ich selber nominieren soll. Doch viele meiner hochgeschätzten YouTube-Kollegen waren entweder schon nominiert, oder aber ich weiß von ihnen, dass sie über Nominierung gar nicht wirklich glücklich wären. Ja, der kombinierte Fußradweg da zu den Einkaufsmöglichkeiten, der ist ja dringend nötig, gell? Ja. Sonst darf man jetzt nur weiter auf der Straße mit dem Koffer. Wenn du jedoch gern die Von-zu-Hause-Challenge annehmen möchtest, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Schau dir mal an, Matterwanderweg. Und ganz sicher werde ich mir auch dein Video anschauen. Na schau, ganz offiziell. Also wir sind am Hauptplatz. Kaum zu glauben. Der Bus weg. Schau da, fährt der Bus weg. Ja, lieber Bella. Die Von-zu-Hause-Challenge erfolgreich absolviert von Krems bis nach Gefühl am Weitwanderweg Kremstal-Donau, jedenfalls von Stratzing aus. Das war es von der dritten Etappe. Wie hat es dir gefallen? Ja, war eigentlich sehr schön. Geil, der war ganz okay. Ja. Also wenn man die ersten beiden gewonnen ist, dann hat man auf der definitiv eine schöne Waldpassage, ein paar wunderschöne Ausblicke. Ja. Ja, und damit hast du mich beim Flatter dabei. Und ich bin Bälle. Und vielleicht sieht man es einmal von der anderen Tour.